Oldtimer einmal in Fahrt erleben, und zwar mittendrin statt nur vom Straßenrand aus. Während der langen Nacht der Museen in München erfüllte sich dieser Traum für viele Automobilfans. Einsteigen und Geschichte erleben hieß das Motto des zweiten rollenden Museums während der jährlichen Kulturveranstaltung Lange Nacht der Museen. Die 85 Oldtimer-Fahrer waren mit ihren historischen Fahrzeugen aller Größen und Altersklassen trotz Regens zur Auftaktveranstaltung auf den Hof des Deutschen Verkehrsmuseums gekommen. Feierlich eröffnet wurde das zweite rollende Museum München durch Schauspielerin Katharina Jakob, die mit zwei eigenen Oldtimern an den Start ging. Und jetzt durchschneide ich das und erkläre das rollende Museum für... eröffnet. Vielen Dank. Etwa 4.500 Besucher hatten in dieser Nacht die Gelegenheit, Historie und Kultur auf Rädern hautnah zu erleben. Auf der Strecke zwischen dem Deutschen Verkehrsmuseum und dem Deutschen Museum pendelten die Oldtimer-Besitzer unermüdlich, immer wieder ermuntert durch die Freude, die das Erlebnis bei den Fahrgästen auslöste. Das rollende Museum München bildet sich jedes Jahr in neuer Zusammensetzung und wird getragen von jedem einzelnen Oldtimer-Besitzer, der auf eigene Kosten an dieser Veranstaltung teilnimmt, um den kulturellen Wert des historischen Automobils ins Bewusstsein zu rufen. Am Start sorgte Oldtimer-Experte Georg Amtmann als Moderator für Unterhaltung mit eindrucksvollen Informationen zu den Fahrzeugen. Jetzt wird ein Herr in den Händen gefaltet. Damit ist die Zuladung erreicht. Das Teilnehmerfeld war außergewöhnlich vielfältig. Vorkriegskarossen, Wirtschaftswunderfahrzeuge, Luxuslimousinen und Sportwagen bis hin zu Kultvertretern der 70er Jahre waren dabei. Aus Düsseldorf kamen Michaele und Christoph Seelbach mit einem Citroën ID 19 Break auf eigener Achse und waren damit die weitest angereisten Teilnehmer. Buchstäblich atemberaubend und nur für Beifahrer, die hart im Nehmen sind, war die Mitfahrt in einem Sierta 300 BC Spider Rennsportwagen. Das Herz der Zuschauer eroberte in diesem Jahr der kleinste Teilnehmer, ein Heinkel-Kabinenroller, der zum Publikumsliebling gewählt wurde und den Robert Reichenbach nach München gebracht hatte. Für das breit gefächerte Bild an Fahrzeugen sorgte auch Audi Tradition, Volkswagen Nutzfahrzeuge und BMW Group Classic, die aus ihren eigenen Beständen automobile Schmuckstücke für die Mitfahrt bereitstellten. Wanderer W23. Wanderer war eine Marke der Autounion, die ursprünglich mit Schreibmaschinen. Das dritte rollende Museum im Jubiläumsjahr des Automobils soll wieder während der Langen Nacht der Museen 2011 stattfinden.